Hallo du. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Hallo Annabelle, schön, dass du wieder dabei bist. Heute wollte ich euch erklären, Sachen über das Forschungszentrum. Das Forschungszentrum ist ein Gebäude, wo ihr Datendisk, die ihr aus der Mine, beziehungsweise Ruine nennt sich das ja hier, holt, könnt ihr dort Petra geben. Wenn ihr, je nachdem wie viele ihr gibt, forscht die daran und gibt euch dann einen Bauplan für eine Sache, die wie zum Beispiel einfacher Ofen, Kochset, Fischschaukasten, und für verschiedene Questen braucht ihr zum Beispiel Tee oder Gerichte, und da braucht ihr einfach dieses Kochset. Und falls ihr jetzt nicht wisst, was ich nicht glaube, aber könnte ja sein, dass ihr nicht wisst, wo es dieses Forschungszentrum überhaupt gibt, wollte ich euch einfach mal mit dieser Art Tutorial zeigen, wie ihr dort hingelangen könnt. Also das Forschungszentrum ist relativ gut zu finden. Dam, 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 dam. Solltet ihr wirklich durch eine Art Suchfrage auf dieses Video gelangt sein, ihr könnt ja auch nochmal meinen eigentliche Videos angucken, wenn ihr wollt. Wenn nicht, dann nicht. Hier ist das Forschungszentrum. Und dort ist die liebe Petra. Man muss sie ansprechen und dann hier auf Forschung klicken. Die Datendisk, die findet man immer wieder an der Mine, also Ruine, besser gesagt. Egal welche Ruine. Und beim Abbauen findet ihr die automatisch nebenbei. Also ihr müsst nicht speziell ein Relikt sammeln oder sonstiges, sondern ihr kriegt die einfach. Werdet ihr auch haben, wenn ihr danach sucht. Für 5 Datendisk gibt es einen einfachen Ofen, ein Kochset, einen Fischschaukasten und einen Mixer. Je nachdem, es ist Zufall, welches sie zuerst erforscht. Du gibst ihr also 5 Datendisk. Dann schickt sie dir am nächsten Tag einen Brief, dass sie forschen muss. Da steht immer, wie lange sie noch zum Forschen braucht. Und am Ende gibt sie dir dann irgendeins davon. Immer, was dir halt noch fehlt. Wenn du ihr 10 Datendisk gibst, wird sie dir entweder einen industriellen Schneidemaschine dafür den Bauplan geben. Oder ein industrieller Ofen. Oder eine fortgeschrittene Textilmaschine. Bei 20 Datendisk gibt es einen Allesschneider, einen Allesschleifer, ein feuerbetriebener Generator und eine Recyclingmaschine. Und ein elektrischer Hochofen. So, falls ihr also nicht wisst, woher andere Let's Player vielleicht schon ein Kochset bekommen habt, die kriegt man hier. Also müsst ihr euch am Anfang schön ranhalten, damit ihr das auch relativ alles bekommt. Super, das war's dann auch schon. Ist nur ein kleines Video. Trägt nichts zur Geschichte bei. Ich hoffe, es hat euch dennoch gefallen. Ihr könnt ja ein Abo dalassen oder meine anderen Videos mal angucken, wenn ihr wollt. Wenn nicht, dann nicht. Tschüss, tschüss.